Ja, wieder aufgepasst von Schormann. Und dann geht's los. Gute Bewegung abseits des Balls und eigentlich starker Offensiv-Rebound von Chapman. Ein einfacher Korbleger für Russell beim Rebounding. Ja, da hast du gesehen, wie Dwayne Russell mit seiner... Turnover. Und schaue ich mal zu Gavel, ob er schon die Auszeit nimmt oder nicht. Das mag natürlich kein Trainer. Unsere Grafik spinnt da ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das an uns liegt oder an der... Sehr schöner Pass von Tommy. Anbindung hier. Mit dem an sich ja doch schon sehr körperbetonten Spiel. Brezel mit einem klasse Pass auf Jallo. Was für eine Bewegung. So, nochmal Crandall, der auch viel Druck auf den Ball machen kann. Pjanic. Oh. Figueroa, das will ein Trainer sehen, den Dreier. Auszunutzen, aber auch wieder ein schlechter Ballverlust. Oder fast der Ballverlust. Ist ein schneller Release. Oh man, nun jetzt, jetzt hier mit viel Selbstvertrauen spielt. Jallo ist da. Und was ist? Beim Rebounding stark im Abschluss. Sofort da mit Foul. Oha. Das ist natürlich dann aus Oldenburger Sicht wahnsinnig bitter. Oh, okay. Pjanic jetzt mal hier nach dem schönen Pass. Und Kleppeis zeigt Williams an. Mach eins gegen eins. Mach eins gegen eins. Oh, schöne Bewegung. Ja, nochmal die Aktion von Williams gegen Record Chapman. Ja, das war schon Flamingo-Shot-mäßig. Hallo gegen Pjanic. Oh, ho, ho, ho. Oh, und da gibt es noch hier von Jallo und Spruch Richtung Pjanic hinterher. Das ist mit dem Blick auf die Uhr, 5 Sekunden. Die Hilfe kommt, aber dann hat er die Übersicht, das Anspiel auf Brackett Chapman und die Oldenburger relativ kontrolliert runterspielen. Der Cut, Jallo! Dieses Ulmer Team wieder in der Art und Weise, wie sie Basketball spielen zusammen und hohe Anzahl an zweiten Wurfchancen. Mein Gott, was ist denn mit dem Jungen los? Jetzt rutscht er da einfach weg. Jorginho, ich glaube nicht, dass das großartig... Den trifft er nicht. Das ist ja doch so ein bisschen eine neue Rolle für Crandall, dass er eigentlich deutlich mehr wirft als in seinen Stationen zuvor. Der klassische Shooter. Und dann ist Isondo da, diesmal aber mit besserer Präzision. Oldenburg bleibt dran, 6 Zähler. Randall, das musst du mal werfen. Aber er passt noch mal. Und da ist Lukas Wank in der Ecke. Wow. Und die Oldenburger mit dem Buzzerbeater hinten raus. Und es sind nur noch 5. We have a ball game, Mr. Doret. Auf jeden Fall. Und das ist ein Big Play. Tatsächlich treffen sie mal einen Dreier. Das hätte Randall. Oh. Oh, schön noch mal. Zweite Wurfchance. Oh, yes. Das ist ein guter Basketball. Ja, der ist richtig gut. Und dann wird es zu ungenau. Wank verliert, Fastbreak. Und ja, Figueroa zeigt, ich glaube, so ein bisschen an. Kannst ruhig hoch anspielen. Oh, und der Pass. Wow. Ganz oben am Brett, oder? Also, höher kann man ihn nicht ans Brett legen. Chapman fühlt sich durch, versucht noch mal direkt den Ball zu klauen bei Núñez.
Spanier heute mit 3 Punkten. Einem Assist. Er ist weit von seiner Topform entfernt. Sehr schön attackiert. Der weiß, Christ mit dem ganz tiefen Dreier. Oh. Der tut ihm gut. Vormann. Williams für Oldenburg. Abschreiben sollte man sie nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber ja, natürlich, ich finde diese Ballverluste. Es ist zu wenig Platz an der Seite hinter der Dreierlinie. Ende. Ja, ich gebe dir recht. Also, setz die Petition auf. Alles klar. Sobald es regnet im Sommer, mache ich das. Nunez, Pick and Roll mit Brezel. Jessup. Bester Ulmer heute. Justinian Jessup. Auch so konstant. 18 Punkte. 3 von 4 Zweier. 2 von 2 Dreier. 5 von 6 aus dem Feld. 6 von 6 Freiwürfe. Oh. Mitzel. Jetzt schauen Sie das Mismatch unterm Korb, ja. Aber es ist schon verdammt wenig. 18% Dreier. Oldenburg hat 38 Mal. 38 Mal von der Janic. Gerät zum Airball bei Janic. Oh, ist der Junge gut. Packung, Daniel. Ja, das ist das, was Thorsten Leibenhardt bei euch im Interview vor dem Spiel gesagt hat. Die jungen Leute wollen und müssen auch Verantwortung übernehmen. Bei Dadier hat man das Gefühl, dass der in seinem nächsten Schritt tatsächlich auch nochmal genau das machen muss. Aber ist natürlich schwer. In einem Spiel, wo es nur einen Ball gibt. Nunez zeigt an, das war's. Ja, also das Playoff-Barometer von Ratiopharm Ulm steht auf Schönwetter.